Ein rechteckiger, übergroßer Pappkarton. Mehr scheint es auf den ersten Blick nicht zu sein. Dahinter allerdings steckt das Forschungsprojekt Instant Home der TU Darmstadt. Das Instant Home ist ein ausfaltbares Haus für Flüchtlinge, das die Fachbereiche Chemie, Architektur und Maschinenbau zusammen entwickelt haben. Architekt Ariel Ausländer verfolgt damit ein humanitäres Ziel. Die Idee ist, zu helfen. So einfach. Die Idee ist, zu helfen in einer Situation, in einer Katastrophensituation, relativ schnell, unkompliziert und mit Materialien, die biologisch abbaubar sind, irgendwie schnell vor Ort zu sein und ein wohnbares Umfeld ziemlich rasch aufbauen zu können. Ein Haus also, das schnell einsetzbar ist in Katastrophensituationen. Dafür muss es unter anderem wasserabweisend sein. Damit beschäftigt sich Markus Biersalski. Sein Fachgebiet ist die makromolekulare und Papierchemie. Also wir beschäftigen uns insbesondere mit Beschichtungsmaterialien für Papier in diesem Projekt. Und da gebe ich Ihnen gerne ein Beispiel, dass wir uns eben insbesondere darum bemühen, Oberflächen von Papieren nassfest auszurüsten, das heißt, sodass sie wasserabweisende Eigenschaften beinhalten und damit im Prinzip dem Instant Home ein trockenes Zuhause geben, wenn wir über das Instant Home innen sprechen, aber zum anderen aber auch, dass das Instant Home strukturell seine Integrität bewahrt. Nicht nur das Material, auch die Struktur spielen bei der Entwicklung des Papphauses eine entscheidende Rolle. Stabil soll es sein und trotzdem einfach zu transportieren. Ingenieur Samuel Schabel sorgt für hohe Festigkeit trotz wenig Material. Wir haben außen eine Deckschicht mit sehr stabilen, langen Fasern. Und in der Mitte diese Wabenstrukturen, die bringen eigentlich nur die äußeren Schichten auseinander. Wir Ingenieure nennen das Flächenträgheitsmoment. Das führt dann dazu, dass man mit wenig Material sehr hohe Festigkeiten kriegt. Die Idee für dieses Projekt ist in einem Seminar am Fachbereich Architektur für plastisches Gestalten entstanden. Hier mussten sich die Studierenden vor allem mit Falltechniken auseinandersetzen. Da haben wir zwei Seminare mit einer Frau Wiersing, die ist Origami-Spezialistin sozusagen. Die hat sensationelle Sachen gemacht im Papier, gefaltenem Papier. Und mit ihr haben wir mit den Studierenden Workshops gemacht in Falten. Und die Idee war, ein Pop-up-Haus zu haben. Dank der Zusammenarbeit der drei Fachbereiche ist aus dem studentischen Projekt ein Prototyp geworden. Jetzt hoffen die drei beteiligten Professoren, auch Partner außerhalb der Universität für das Projekt zu gewinnen.